Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, hier geht's weiter mit Disco Elysium und wir haben den ersten Streikbrecher und den Streikanheizer hier, auch wenn der nicht wie ein Anheizer aussieht, schon mal gesprochen. Was wir rausgefunden haben, was wir an Neuem rausgefunden haben, ist, dass Kuno uns belogen hat, was die Rüstungsteile angeht. Da haben wir hier ein paar neue Ausrufezeichen sozusagen, dass wir jetzt die Stiefel nochmal die Stiefel müssen wir vom Leichnam runterkriegen. Das hat sich letztlich nicht geändert, aber hier, Kuno hat uns angelogen. Den müssen wir nochmal sprechen. Und wir haben uns tatsächlich bereit erklärt, gerade vielleicht dummerweise, das wissen wir noch nicht ganz genau, wirklich alle Rüstungsteile irgendwie zu finden. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Tja, und dass wir noch immer für unsere Übernachtung und für unsere Schäden zahlen müssen und uns die Station leider nicht hilft, unsere Polizeistation, das wissen wir hier auch. Aber gut, momentan ist es kurz vor möglicher Schlafenszeit und wir sind jetzt zu diesem späten Zeitpunkt im Begriff, mit einem Ungetüm von Rassisten zu sprechen, der hier oben irgendwo rumsteht. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Hola, Wandering Man. How can I help you? Hola, sagt er uns. Denn wir haben ja wirklich kein Geld, deswegen werden wir jetzt einfach wirklich alle Leute fragen nach Geld. Wir haben die Frau im Rollstuhl, die müssen wir auch nochmal fragen nach dem Geld. Jetzt fragen wir ihn auch nochmal. Ich bin ein bisschen knapp bei Kasse gerade. Kannst du mir ein bisschen Geld geben? Na klar kann ich, mein Freund. Ich kann dir helfen. Jetzt schnipst er uns eine Münze zu. Na gut, ist nicht ganz das, was wir gemeint haben. Aber alles hilft. 20 Reale haben wir. Wir brauchen nur noch 110. Bis in 12 Minuten, glaube ich. Aber gut. Natürlich, er schnipst uns die Münze rüber. Wir können probieren, mit Hand-Auge-Koordination das Ding zu fangen. Das machen wir mal. 42%, das sieht schlecht aus. Ah, hat aber geklappt. Sehr gut. Die Münze landet in unserer Hand. Als wenn sie schon immer dahin gehört hätte. The Swallow Returns. Das Schlucken kommt wieder. Weiß ich nicht genau. Vielen Dank, können wir sagen. Ja, das sagen wir mal. Einen Real haben wir bekommen. Ich bin immer froh, wenn ich helfen kann. Immer froh, wenn ich der RCM helfen kann. Es ist eine Schande, dass ich leider nicht mehr tun kann. Ist ein bisschen meager, weiß ich nicht genau. Also er ist auch knapp bei Kasse, glaube ich. Und das liegt an denen und der nickt zu diesen Protestlern da unten. Ja, du weißt schon, das angefressene Winterfett wird langsam dünner. Aber es ist immer noch besser, als hier jetzt als Streikbrecher zu arbeiten. Und da kommen tatsächlich ein paar neue Optionen. Nur weil wir nach Geld gefragt haben, sollten wir vielleicht öfter machen. Jedes kleine bisschen hilft. Oder die Gewerkschaft... Hat die Gewerkschaft Probleme, zurechtzukommen? Das wäre jetzt hier mal eine Frage. Machen wir mal. Hat die Gewerkschaft Probleme, zurechtzukommen? Ach, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Es ist alles ein bisschen durcheinander hier. Die Fracht kann nicht richtig raus und reinkommen. Die Rationierung ist ein bisschen knapper, ein bisschen strikter. Das ist alles. Aber die Vorräte sollten eigentlich den Streik überdauern können. Ja, jedes kleine bisschen hilft auch. Auch mir, auch der eine Real hilft. Ja, ich bin immer froh, wenn ich helfen kann. Nicht wie diese Krabben da unten. Und er schaut sie an und mag sie offensichtlich nicht. Gut, haben wir noch einen Euro, Quatsch, einen Real gekriegt. Das ist doch nicht schlecht. Hier geht's rein. Oder was ist hier? Im Falle eines Streiks pressen Sie den Knopf hinter dem Wächter. Na, super Sache. Das ist eine hermetisch abgeschlossene Tür, die von einer elektronischen Geschichte irgendwie hier gesichert ist. Ja, da
kann man auch keinen, das Schloss kann man nicht knacken und eintreten kann man die Tür auch nicht. Hier oben liegt Geld. Ah, da kommen wir aber nicht hin, da müssen wir erstmal hier rum. Okay, da ist Measurehead scheinbar. Measurehead bringt alle zum Schweigen hier. Können wir erst mit dir reden? Nee, wir müssen direkt mit Measurehead reden. Okay, der sieht super aus. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. So, Measurehead. Your body betrays your degeneracy. Ach du meine Güte, wenn der so weiterredet. Also dein Körper verrät deine Degeneriertheit, glaube ich. Yeah, Measurehead. Nee, betrügt. His body totally betrays his degeneracy. Also sie stimmt dem völlig zu, sagt den gleichen Satz nochmal, die junge Frau neben dem Riesen. Das ist Measureheads Babe im Übrigen. Ich weiß nicht, ob sie ist oder sie. Okay, wir sollen erstmal noch gar nichts sagen, sagt unsere Autorität. Erstmal checken, wie er drauf ist, glaube ich, heißt es. Was meinst du damit? Entweder folgen wir jetzt unserer Autorität und sagen erstmal nichts. Wir sagen, was meinst du damit? Wir sagen, nee, tut sie nicht. Es geht hier nicht um meinen Körper. Ich bin bei der Polizei und wir müssen in den Hafen rein. Naja, wenn schon unsere Autorität sagt, dass wir das nicht machen sollen, glauben wir unserer Autorität, machen wir mal. Wir sagen erstmal nichts. Und schauen an ihn hoch. Bewunderst du meine Physiologie, meine Morphophysiologie? Ein Stück Muskel. Ah, a ripple of muscle. Na, ich glaube, er zuckt so ein bisschen mit seinen Muskeln unter seiner Haut. It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, Sandwich. You are not in danger. Because you are not a threat to me. Okay, er ist auch kein Native English Speaker hier offensichtlich. Also es muss ja angsteinflößend sein im Schatten dieser, naja, dieser rassischen Übermacht, glaube ich, heißt das so in etwa, zu stehen. Bleib ruhig, du Schinken-Sandwich. Du bist in keiner Gefahr, weil du keine Gefahr für mich bist. Wir können jetzt probieren, unsere eigene Brust so ein bisschen aufzuplustern und nichts zu sagen. Ich glaube, mit unserer physischen Fähigkeit von 2, glaube ich. Was haben wir mit dem Physical Instrument? 3. Naja, es wird nicht reichen. Jetzt könnten wir nachfragen, was meinst du damit? Es geht hier nicht um meinen Körper. Ich bin bei der Polizei und wir müssen in den Hafen rein. That is precise. The negligence that has led you to succumb to Al-Ghul. Ach du meine Güte, also das ist genau die Art von Negligence, also diese Art von Verdrängung sozusagen, die dich zu Al-Ghul geführt hat. Bin mir nicht sicher. Schwierig. Er schaut auf jeden Fall komisch, als ob er gerade eine tote Ratte gerochen hätte. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Ein unsichtbares Schwert von Al-Ghul kommt aus deinem Rachen. Du kannst es nicht sehen, aber andere können es sehen. Es macht die Frauen, die bei mir sind, krank. Warte mal, Al-Ghul, wer soll das jetzt nochmal sein? Wir können jetzt auch unseren Geruch, unseren Atem selbst mal riechen und Kim fragen, ist es wirklich so schlimm, Kim? Ne, wir fragen erstmal Al-Ghul. Warte mal, wer ist Al-Ghul jetzt nochmal? Yes, Al-Ghul. Ja, Al-Ghul, ja. Ah, er meint Alkohol, sagt unsere Logik. Alles klar. Understood. Haben wir verstanden oder du meinst Alkohol? Du meinst Alkohol? Korrekt. My small skull self. Ja, ist richtig. Mein kleinköpfiger
Diener. Er nickt. Al-Hul is an ancient Ilmaran Toison. A parasitic fungus that has colonized your race. It is a trick the desert pygmies played on you, for humiliating them and stripping them of their land. Al-Ghul, also Alkohol, ist eine ein altes ilmaranisches Gift, ein parasitischer Pilz, der deine Rasse kolonisiert hat. Es war ein Trick der Wüstenpygmäen, die sie mit euch gespielt haben, da ihr sie unterdrückt habt und ihnen das Land weggenommen habt. Ja, das erklärt alles, können wir sagen. Oder das hat nichts damit zu tun, warum ich hier bin. Ich weiß nicht, ob wir ihm wirklich ein bisschen... Ich glaube, er braucht keine... nicht mehr Selbstbewusstsein eigentlich. Aber das hat nichts damit zu tun, warum wir hier sind. Your life and the life of your race revolve around Al-Hul. It has everything to do with why you're here. Dein Leben und das Leben deiner Rasse dreht sich um Alkohol. Es hat alles damit zu tun, warum du hier bist. Also entweder nochmal Kim fragen, ob unser Mundgeruch wirklich so schlimm ist, oder du hast recht, ich bin ein Diener des Alkohols, aber ich muss immer noch in den Hafen rein. Ich habe kein Problem mit Alkohol. Ich trinke nur manchmal am Wochenende ein bisschen was. Oder genug jetzt, ich verlange, dass du die Tür aufmachst zum Hafen. Ne, wir geben ihm... Ja, du hast recht, ich bin ein Diener des Alkohols, aber ich muss immer noch hier rein. No, you don't. You need to get another drink. Occidental Aplo Group B4 is done giving orders around here. The influence of the Amsondwish race is waning. Also, nein, musst du nicht. Du brauchst nur noch einen Drink. Die Apple Group B4 hat hier keine kann hier keine Order keine Befehle mehr geben. Die Influence der Schinken-Sandwich-Rasse geht hier vorbei. Zeig ihm, dass das Sandwich, dass der Schinken es immer noch drauf hat. Ich meine, dass die Sandwich-Rasse es immer noch drauf hat. Oder ich bin die Polizei und ich und sie müssen jetzt weichen und wir können einen Schritt näher rangehen. Oder dieses Rassenzeug ist unwichtig hier. Sie müssen mir nur helfen, meinen Job zu machen. Bitte. Nee, bitte sagen wir jetzt hier noch nicht. Ich glaube, dass obwohl, da fangen wir jetzt eine Rassendiskussion mit ihm an. Gehen wir mal einen Schritt auf ihn zu. Vielleicht kriegen wir auf die Schnauze jetzt, ich weiß es nicht. Ich bin die Polizei und Sie müssen jetzt zur Seite gehen. Jerking motion. Signs of a late stage neurodegenerative disorder. How far the Occidental Ablo group has fallen. You were once a noble and powerful race. Also wir können uns nicht mal... es ist eine komische Bewegung, die wir da machen, auf jeden Fall. Das sind Anzeichen einer... neurodegenerativen Fehlbildung sozusagen in einem späten Zustand, in spätem Stadium. Die Occidental Hello Group ist ganz schön tief gefallen, sagt er, und denkt kurz melancholisch darüber nach. Ihr wart einmal eine noble und starke Rasse. You gave the world eugenics, electricity. And powerful weapons of war, like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory and statecraft. Ihr habt der Welt Elektrizität, Eugenics, weiß ich nicht ganz genau, Elektrizität und starke Waffen des Krieges gegeben, sowie Raketen und Flugzeuge. Ihr habt viel erreicht in der Metallurgie
in der Rassentheorie und der Staatskraft, Staatswissenschaft oder sowas. You dominated lesser cultures, like the deformed Himians and the inexplicably potato-obsessed Quakers. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness and with frivolous pop culture. Ihr habt schlechtere Kulturen dominiert, so wie zum Beispiel die deformierten Himians und die unglaublich kartoffelbesessenen Koikos. Aber jetzt ist euer Weg zum genetischen Höhepunkt ist angehalten. Weiter geht's nicht mehr nach oben. Ihr seid jetzt nur noch besessen davon, traurig zu sein und bescheuerte Popkultur zu konsumieren. You will be superseded. Isn't that right? Superseded weiß ich nicht, aber wir werden wahrscheinlich überrannt oder über... Naja, wir werden nicht gewinnen, meint er damit auf jeden Fall. Ist das nicht richtig, Babe? It is, baby. Yeah, you know it. Ja, sie stimmt ihm natürlich super zu. Es gibt einen Knopf direkt hinter ihm, aber es ist außerhalb unserer Reichweite. Das muss der Knopf sein, der die Tür zum Hafen aufmacht. Dieser hier wahrscheinlich. Okay, komm. Du musst einfach einen Schritt zur Seite machen. 20 cm zur Seite. Beziehungsweise 20 cm zurück, sagt ja. Wir können probieren, ihn aus dem Weg zu drücken. Das sollten wir vielleicht nicht tun. Du hast ja mit allem recht. Und jetzt muss ich in den Hafen rein. Du musst einfach 20 cm mal zurücktreten, bitte. It is my task to keep the degenerate trunks from entering the army. Ja, es ist meine Aufgabe, die degenerativen Betrunkenen hier vom Hafen fernzuhalten. Ach, Mann. Probieren wir ihn da wegzudrücken. Mal gucken, was passiert. Oh, nichts passiert. That is right. You should leave the stage of history with dignity by inviting the other races to a great world war. Das hat ja super funktioniert. Okay, er sagt, ja, da hast du recht. Er zuckt nicht mal. Du solltest die Bühne der Geschichte mit ein bisschen Würde verlassen, indem du andere Rassen in den großen Weltkrieg einlädst. Bring your troops to the Seminole Island and to Boogie Street and we will pulverize you. When you are gone, we will build a museum. Krasser Typ auf jeden Fall. Also bring deine Truppen auf die seminisischen Inseln und in die Boogie Street und wir werden euch pulverisieren. Und wenn ihr weg seid, bauen wir ein Museum für euch. The walls will be lined with bottles of Al-Hul, your beloved beverage. Inside, we will store the oaths to homosexuality called Art and your microcephalics called... Alter, okay. Die Wände werden voll sein mit Schnapsflaschen, also mit Flaschen voller Alkohol, eurem liebsten Getränk. Und innen drin, also im Museum, werden wir die Oden der Homosexualität, die ihr Kunst nennt, und eure Schädel ausstellen. Microcephalic weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall eure irgendwie zu kleinen Schädel scheinbar. Du dienst doch der Gewerkschaft, oder? Sind die nicht weiß? Weißt du irgendwas über diesen Krug? Ah, über den Becher, den wir gefunden haben im Müll. Was sollen deine Tattoos da bedeuten? Der ist auch voller Tattoos. Dann haben wir noch die Möglichkeit mit unserer Conceptualization seine Rassentheorie to advanced, weil er subscribed to his advanced race theory. Ich glaube, dass wir uns dem widmen, also dass wir da positiv drüber reden, würde das bedeuten, dass wir so tun, als ob wir das auch so sehen. Oder wir könnten mit einer Chance von 17% versuchen, ihm eine reinzuhauen.
Das könnte schwierig werden. Wir zeigen ihm mal den Becher als erstes. Kennst du diesen Becher? Er guckt nicht mal hin. Irgendwas darüber? Jetzt hört die Sprachausgabe auf. Okay, hör auf, mir diesen erbärmlichen Becher zu zeigen. Es interessiert mich nicht. Unser Drama sagt, damit hat er nichts zu tun gehabt. Okay, du dienst doch der Gewerkschaft, oder? Sind die nicht weiß? Sei doch nicht so vulgär. Weiß oder nicht weiß hat wenig mit dem zu tun hier. Das Rassenenigma geht viel tiefer als das. Er schaut zum Hafen und ist langsam gelangweilt von uns. Irgendwas muss hier sein, sagt unsere Autorität. Irgendwas muss ihn aufrühren, aber er versteckt es sehr gut, leider. Ja, aber trotzdem bist du deren Diener, also bist du, genau, arbeitest du für sie. Wie passt das denn in dein Leben? Oder ja, das erzählst du dir selber, oder es tut mir leid natürlich. Okay, wir sagen ihm mal, du bist ja trotzdem ein Diener hier. Willst du nicht ein Führer sein? Mr. Clare ist ein Mann der Visionen und der, er hat den Willen, polycultural capitals. Also er wird irgendwas konfrontieren, also das Establishment in irgendeiner Form. Etwas, was unsere naive kommunistische Rasse niemals getan hat. Ja, wir sind ja Kommunisten. Na gut. Also, das Dienen ist nobel. Es ist eine noble Angelegenheit zu dienen. Das braucht Disziplin. Und euer Individualismus hat nur zum Scheitern eurer Rasse geführt. Moronic, weiß ich nicht. Also irgendwas ist es auf jeden Fall lax. Ich bin kein Kommunist. Kommunismus ist ziemlich cool. Individualismus ist meine Sache. Oder meine Sache ist eine mysteriöse vierte Sache. Oder genug davon. Tja, müssen wir ihm jetzt wirklich... eigentlich müssten wir rein rollenspieltechnisch ja sagen, ja, Kommunismus ist ziemlich cool. Beziehungsweise müssen wir ihm um den Honig ums Maul schmieren, oder nicht? Wahrscheinlich schon, ne? Sonst kommen wir hier nie durch. Meine Sache ist eine... Kommunismus ist ziemlich cool. Ich muss jetzt hier weiter probieren, da so durchzukommen. Ja, der idiotische Kommunismus ist der größte Teilhaber daran, dass ihr zugrunde gegangen seid. Überall um euch rum sind die Früchte des Scheiterns, so heißt es. Also überall um euch herum sind die Früchte des Scheiterns um die Welt. Meine Güte, das Gesetz der Welt herauszufordern. Individualismus, Rock'n'Roll-Musik und sexuell übertragbare Krankheiten. Und irgendwas über die multinationalen Finanzwelt ist auch noch irgendwas. Das ist vor allem, ist das noch das Problem. Erzähl mir, wo hast du denn deine Liebe für diesen lächerlichen Kommunismus her? Jetzt lehnt er sich uns, kommt er ein bisschen näher. Aus der degenerativen Jugendkultur, aus Rock'n'Roll-Musik. Ich hab's aus der Disco. Ja, da hast du recht. Ich bin ein Rock'n'Roll-Star und ein Rebell. Jugendkultur beeinflusst mein Denken gar nicht. Nee, Jugendkultur beeinflusst uns nicht, sagen wir mal.
Natürlich tut es das. Du bist ein degenerierter Individualist und ein Rock'n'Roll-Rebell. Nur ein Bauer in der internationalen Finanzwelt. Ganz genau wie der Rest von eurer schinkenfarbenen Rasse. Ich wundere mich gar nicht, dass dir das so gut gefällt. Dass es vielen der Seitenprodukte, der Nebenprodukte des kulturellen Sieges der semenesischen Rasse passiert. Wow. Was ein Typ. Okay. Okay, dann frage ich mal, wer sind denn die Semenesen? Die Südinselrasse. Haplogroup A4A. Wir sind die rechtmäßigen Meister dieses Archipels. Wir sind gekommen aus dem Areopagitis des historischen Perikarnassus und sind hier vor 4000 Jahren angekommen. Jahrhunderte vor euch. Wir sind die Zukunft. Das ist alles, was du wissen musst. Also bist du geboren und aufgewachsen auf den Inseln, bevor du nach Rebaschol gekommen bist. Ich bin ein Nachkomme. Die engen Straßen von Ulunbuir sind bei mir in meinen genetischen Träumen. Ich sehe junge semanesische Frauen in der grauen Masse laufen auf der Phantominsel. Die darauf warten, jetzt kann ich das völlig falsch übersetzen, aber ich glaube, die darauf warten, geschwängert zu werden von den Bleichen. Also kommst du von den Inseln oder kommst du nicht von den Inseln? Also kommst du nicht von den Inseln? Nein. Ich habe darüber gehört, im Radio. Okay, vielleicht kriegen wir ihn darüber, das ist ja gar nicht so. Unsere Suggestion sagt, er würde es begrüßen, wenn wir diese Richtung nicht weiter verfolgen vor den Frauen. Wollen wir ihn jetzt wütend machen oder wollen wir ihn nicht wütend machen? Ich finde, wir sollten probieren, seine Argumente hier zu widerlegen. Also bist du kein wirklicher Semenese. Du bist eigentlich nur aus Rebaschol, richtig? Ich bin aus Kuron. Ja, jetzt ändert er seine Taktik. Und nein, das ist nicht nur in Rebaschol. Diese Stadt ist wichtig für die semanesische Strategie, um die Gedanken auszuschicken, denn ihre Handelsnetzwerke. Moment, it's straight networks our culture. Durch ihre Handelsnetzwerke wird unsere Kultur die Welt dominieren, also als Zentrum des Gedankens sozusagen. Ich habe schon genug gehört jetzt über unsere Geheimnisse für heute. Du musst dich mit deiner Auslöschung befassen und du wirst niemals in diesen Hafen reinkommen. Okay. Ja, wir haben ihn ein bisschen verärgert offensichtlich. Kim, was denkst denn du darüber? Ich denke überhaupt nichts. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Unterredung. Ja, dein komischer Freund da hat recht. Du solltest hier abhauen. Mit deinem Schwanz zwischen den Beinen. Und über die Rassenauslöschung nachdenken. Ich bin ein nicht bewegbares Hindernis.
Was bedeuten denn die Tattoos, die du anhast? Rassisten sind generell keine sehr guten Beispiele ihrer Rasse. Er zeigt auf den Typen unten, auf den Hasta Manana. Ihr wisst schon, der da unten auf der Reling saß. Ich bin nicht so wie sie. Ich bin eine kraniometrische Perfektion. Ich weiß gar nicht, ob es kraniometrisch gibt, aber Cranio ist also irgendwie... Naja, gut, okay. Also, ich bin durch den Ärger gegangen, konstant etwas auf meinen Draw a Parallel Logic Grid on my Skull, irgendwas auf meinen Schädel zu malen, irgendein Netz, irgendein Muster. Das sollte alle Zweifel beseitigen. Also er scheint irgendwas Rassistisches draufgedruckt zu haben, damit er dazugehört. Ich weiß es nicht. Bist du dir sicher, dass ich nicht kraniometrisch gesehen dir überlegen bin? Oder ja, du hast recht, das ist wirklich in kraniometrische Perfektion. Meine Rasse hat keine Chance. Oder nichts sagen. Okay, wir müssen wirklich ihm irgendwie... Wir können ja nicht... ich sag erst mal nichts. Ich sag jetzt mal... Na doch. Ich gebe ihm jetzt ein bisschen Butter bei die Fische und sage ihm erstmal, dass sein Schädel wirklich super ist. Das ist korrekt. Na gut, das hat auch nichts gebracht. Okay, wir können jetzt nur versuchen, durch unser Konzept seiner Rassentheorie irgendwie zu entsprechen. Probieren wir das mal. Das hat geklappt. Unser Konzept sagt uns, frag ihn, welche Rassen zuerst kommen. Die Klassifikation ist sehr wichtig hierfür. Okay, ich will das nicht machen, das ist eigentlich richtig, aber wir müssen jetzt das machen. Okay, Measure Head. Ich bin neu in dieser Welt. Hilf mir, das mit den Rassen zu verstehen. Was für unterschiedliche Rassen gibt's denn? Wirklich? Fragt Kim. Wir könnten ihm jetzt zuflüstern, ja, das ist für die Sache. Oder wir könnten aussteigen, aber nee, wir wollen das jetzt hören. I do. Es gibt drei Kategorien der Rasse. Typ A, die heldenhafte Rasse. Typ B, die dienende Rasse. Und die schlimmen C- bis F-Rassen. Cauldron of Pedestry. Weiß ich nicht genau. Pederasty, ist das Päderasten? Also auf jeden Fall sind C- bis F nicht mehr lebenswürdig scheinbar. Fragen wir erstmal nach der heroischen Rasse. Typ A, bitte. Das sind die Semenesen, die Aropagiten und die Occidentals. Natürlich außerhalb, natürlich nicht die Morn, die gehören nicht dazu. Die Morn sind mit Exem so übersät, dass sie nicht mehr lächeln können. Die sind alle laktoseintolerant. Was natürlich ein Ergebnis ihrer Inzucht ist. Also er redet noch mehr über die Morn, die durch den schlechten genetischen Pool, den sie haben, irgendwie in den unterschiedlichen Städten hier komische Holzschuhe tragen und grüne irgendwas auf den Hüten haben. Klingt ein bisschen wie, als ob er sich über die Niederländer fertig lustig macht, weil die Orte auch Vredefort und Staatskanal heißen. Okay, wer genau sind denn die Morn? Was meinst du jetzt hier? Du kennst sie beim Namen ihres Staates. Das sind die Oranjese, die Gottwaldians und die Königsstenos. Wir nennen sie nur die Morn. Okay, die Oranjese, das ist also unsere Zimmernachbarin zum Beispiel. Die war auch eine Oranje.
Die Mauern sind der Beweis dafür, dass man zu viel rassische Reinheit haben kann. Die Inzucht hat zur Laktoseintoleranz geführt. Und dazu geführt, dass niemand sie mehr für voll nehmen kann. Okay, habe ich verstanden. Wer sind denn dann die Typ A-Leute in deiner Meinung? Nach deiner Meinung? Die Vespertines und die Messinians auf Vespa und die Messina. By the Golden Peace can see the Serene of Sur La Chef und auch die Nordkönigsteiners. Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die er findet, die haben alle A-Rassen-Eigenschaften. Dann gibt es noch die andere Zivilisation, die Meski. Die sind zu gelb. Die zählen nicht irgendwie. Die zählen nicht als heroische Rasse. Ja, es ist zwar richtig, dass die gewalttätig und expansionistisch drauf sind, aber die haben ein Glandular-Problem. Weiß ich nicht, was das heißt. Jetzt zeigt er mit seinem Finger über sein... fährt mit seinem Finger über sein Gesicht. Eine Überproduktion von Sebum. Sebum tropft in ihre Gehirne und bringt sie dazu, zu El Mariachi-Musik zu hören. Und giftiges Hackfleisch essen zu essen. Was dann noch mehr Sebum produziert. Und wer sind dann die Semanesen und die Aeropagiten hier in deiner Weltansicht? Wie von den Mauren und den Meski bewiesen ist, ist die Typ A-Gruppe im Zerfall. Semanesen und Aeropagiten sind auf dem absteigenden Ast. Okay, und die Semanesen sind jetzt wer? Die eingeborenen Leute, die Insel der Insulanischen, also dieses Archipels. Sie bewohnen die südlichen Inseln. Er zeigt über den Ozean. Ich bin Semenese. Aus der Gruppe der Ulunbur auf der Phantominsel. Und die Aeropagiten? Die Aeropagiten sind die Meisterrasse der Ilmaranischen Wüste. Die Semenesen sind Abkömmlinge der Aeropagiten. Wir sind hierher gekommen während einer heroischen Migration aus Ilmara zu den Inseln. Tausende Jahre bevor die laktoseintoleranten Mauen diesen Ort entdeckt haben. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Semenesen und den Aeropagiten? Continue receiving wisdom. Wir machen weiter, um seine Weisheit zu empfangen. Na gut, die Aeropagiten sind sleek, weiß ich nicht genau, Langgesichter. Die Semenesen sind kraftvoll. Also irgendwas ist unverändert. Seit Parikanassus, also seit diesem Ort, vor dem sie vor 4000 Jahren waren. Historische Gehirne sind immer noch in ihren Schädeln. Ist wieder ruhig und denkt über die Schönheit und das Mysterium nach. Dann macht er weiter. Also es ist alles perfekt und entwickelt sich weiter. Zusammen formen sie den Semeno-Aeropagiten oder den Semeopagiten, also die semeopagitische Superrasse. Das ist alles. Es gibt keine weiteren A-Rassen in der Welt. Die Natur hat nichts mehr weiteres auf die Beine gestellt, keine weiteren Typ-A-Klassen. Alles klar. Also das ist ein krasses Gespräch hier auf jeden Fall und der Typ hat eine totale Schacke. So viel ist mal sicher. Ich würde dieses Gespräch in der nächsten Folge fortsetzen und freue mich bedingt drauf. Ich freue mich auf dieses Spiel, aber freue mich nur bedingt auf dieses Gespräch. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.